Die Bischöfe beginnen auch den Mittwoch mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Beratungen immer von ihrer Glaubensgewissheit getragen werden. Am dritten Tag der Frühjahrsvollversammlung sprach der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki über die Chance der 40-tägigen Fastenzeit. Sie biete die Gelegenheit, sich dem Umgang mit Schuld, Sünde und Versagen zu stellen. Gott kommt mir mit weit geöffneten Armen entgegen. Denn dieser Gott ist Barmherzigkeit pur. So vor diesem barmherzigen Gott mit seinen weit geöffneten Armen stehend, kann ich endlich voll und ganz zu mir stehen, eben auch zu meinen Fehlern. In seiner Zuwendung kann ich umdrehen, umkehren. Darin liegt die Chance und die Einladung dieser Tage. Augsburg zeigt sich einmal mehr als Gastgeber für die deutschen Bischöfe. Die Augsburger selbst sehen das Treffen in ihrer Stadt überwiegend positiv. Ich finde es großartig, dass sie alle hier beieinander sind und dass sie die Einheit verkünden. Und ich hoffe, dass es einfach bei einer Einheit bleibt und nicht zu irgendeinem Stress innerhalb der Kirche kommt. Ich glaube, deswegen ist es absolut notwendig, dass die Deutsche Bischofskonferenz sich zweimal jährlich trifft, um einfach miteinander auf dem Weg zu bleiben. Augsburg ist die Stadt der Einheit der Christen. Und ist ein schönes Zeichen, dass die Bischöfe hierher kommen, würde ich sagen. Die Lage der Kirche ist, glaube ich, in Deutschland so angespannt wie, glaube ich, sonst fast nirgends auf der Welt. Ich finde es vor allem kritisch, dass sie sich so weit von Rom entfernen. Genau, und hoffe, dass es da noch einen Weg gibt, wie man wieder zur Einheit zurückfinden kann. Bei den Beratungen der Bischöfe ging es am Mittwoch auch um das große Thema Krieg und Frieden. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und des Nahostkonflikts stellten sie bei einer Pressekonferenz ihr neues Friedenswort zur Diskussion. Friede diesem Haus. Sie machten klar, dass es keine einfachen Lösungen gäbe, dass es aber nie zu einer Gewöhnung an Gewalt kommen dürfe, wenngleich es eine ethische Rechtfertigung von Gewaltanwendung im Rahmen der Selbstverteidigung gibt. Wir wollen versuchen, auch mit diesem Friedenswort klarzumachen, dass Gewaltanwendung oder Krieg nur dann Sinn macht, wenn einmal die Waffen ruhen, wenn es zu Gesprächen, zu diplomatischen Verhandlungen kommt. Ziel muss der Friede sein. Im Dauerkrieg, das hilft den Menschen nicht, höchstens auch einer Rüstungsindustrie, das wollen wir so nicht. Aber wir können auch nicht einem angegriffenen Partner einfach ruinieren lassen. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Aber Krieg, Waffenlieferungen sind kein Selbstzweck, sondern es ist Notwehr, es ist das Recht auf Selbstverteidigung. Friede diesem Haus, das Friedenswort der Bischofskonferenz, bleibt derzeit ein Wunsch.